Ja, Leute, wir sind auf dem Weg zurück zum Klimainstitut und dort holen wir uns die nächsten Informationen, die wir brauchen, um das andere legendäre Pokémon zu fangen. Ihr wisst ja, im letzten Part haben wir bereits Kyogre für uns bekommen. Ja, und jetzt fehlt noch Groudon. Der ist übrigens von Typ Boden. Das bedeutet, ich habe jetzt schon einen Plan, wie ich gegen ihn antreten werde, und zwar mit Brutalander. Wobei, das kann natürlich auch in die Hose gehen, denn ich bin mir unsicher. Normalerweise können Boden-Pokémon ja sehr, sehr gerne auch mal Gesteinsattacken erlernen. Ich hoffe mal, dass der nichts in die Richtung mit Felswurf oder Steinhagel oder irgendwas anderes hat. Ich zeichne die Klimaveränderung in Höhenregion auf, das weiß ich. Im Moment gibt es eine Dürre, und zwar auf der Route 116. Bedeutet das, dass auf der Route 116? Okay. Wo haben wir denn die wieder? 116, das ist ja eh hier irgendwo, oder? Ne, es ist sogar noch drüben auf der anderen Seite. 117. Ach, das ist beim Metaflor-Tunnel. Okay. Ein sehr ungewöhnlicher Standort, finde ich. Ich dachte jetzt irgendwo so vielleicht, ja, wieder eh auf der Route so in der Nähe, aber ne, tatsächlich gar nicht. Da ist das Ganze einfach auf Route 116. Einer, man muss schon fast sagen, Anfangsroute. Also so viel hatten wir bis zum Zeitpunkt noch gar nicht. Wo waren das? Part 5, glaube ich, oder so. So, und ich glaube, ich werde jetzt ganz kurz nochmal gucken, ne? Gibt es hier irgendwo einen Abgang? Dass ich aufs Wasser kann? Ich sehe, glaube ich, jetzt gerade keinen. Also ich will jetzt kurz mal diese eine Kaskade da auschecken, weil das nervt mich schon die ganze Zeit. Beim letzten Mal hat mich das schon genervt, wo ich das gesehen habe. Ich hole das ganz kurz mal nach, weil heute habe ich sowieso nicht mehr geplant als das hier. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwo einen Pokéball gesehen. Ah, okay, ich glaube, da kann ich. Das ist aber ein fetter Umweg. Da brauche ich sogar zweimal Kaskade. Da sind einfach zwei fucking Wasserfälle im Weg. Ich hoffe, das lohnt sich nachher. Hier kann ich. Also wenn sich das nicht lohnt, dann bin ich jetzt schon enttäuscht. Stimmt, ich habe Marill noch immer. Ich muss den vorhin rumtauschen dann. Warum komme ich da nicht durch? That's minimaler Joke, oder? Ja gut, da unten ist das mit dem Fahrrad dabei. Hey, wie komme ich denn da rüber? Wollen mich die gerade veräppeln, oder was ist da los? Also kann sein, dass ich mich gerade irgendwie vertue, aber hier war ich doch auch schon mal. Ja, hier ist nur was für das Geheimversteck und so weiter. Hey, wie komme ich denn da dann hin? Also entweder bin ich gerade einfach blöd, oder ich habe keine Ahnung. Popschutz auch schon wieder aus. Ja, so schnell geht's. Boah, ich bin froh, dass wir gar nicht mal allzu viel zu tun haben. An der Stelle, was steht nach Groudon heute noch an? Es gibt 4 Tickets, die wir uns noch anschauen werden, mit verschiedenen Legis. Und ansonsten war es das eigentlich schon fast. Ich komme da halt echt nicht hoch. Oder kann ich da gar nicht lang, dass es einfach nur Dekoration ist? Okay, vielleicht ist es das, dass ich da gar nicht hoch kann. Ja gut, wir lassen uns einfach mal links liegen und machen das, was wir zu tun haben. Ab nach Metaros City. Kann nicht echt sein, dass ich da gar nicht lang kann. So, habe ich jetzt Brutalander schon an Stelle 1? Ne, noch nicht. Wollen wir nicht fliegen. Holen wir gleich direkt nach, weil Gewaltrohr, gut, Gewaltrohr glaube ich auch sogar Chancen, aber wenn mich nicht alles täuscht, kann Grauter noch eine Feuerattacke. Ich glaube Eruption oder sowas. Deswegen, ja, sicher ist sicher. Weil wenn da irgendwas mit Feuer kommt und der Typ ist sicher strong. Ich war in der Stadt schon eine halbe Ewigkeit nicht mehr. Merkt man meine Orientierungsschwäche. Ich glaube, jetzt sind wir hier. Okay, wo könnte sich hier eine Höhle verstecken? Ja klar, Schutz wirkt wieder nicht. Nice Türe, das ist einfach nur Sonnenlicht. Gute Frage ist, muss ich das irgendwie freilegen oder liegt das wirklich offen? Kann sein, dass das da oben vielleicht irgendwo ist. Hier ist ein Weg. Scheint aber nicht so. Oder ist es im Metaflur-Tunnel selbst drin? Das kann auch sein. Oh, du bist das. Du hast mir nicht nur den Blüten. Okay, ne, die wissen nichts, denen ist das einfach egal. Dass er, glaube ich, glatt gefühlt 50 Grad hat. Es kann also sein, dass das drin... Ich glaube sogar, dass das wirklich da drin ist. Ach lol, wartet, mir fällt gerade was ein. Der gibt mir einen Wiederball, alles klar. Ich glaube, ein Wiederball... Warte mal, kann ich mit Wiederball nicht mir dann später sogar Timerbälle holen? Im Metaros City? Ich glaube nämlich schon. Werde ich nachher auschecken. Einen habe ich ja zum Glück. Den werde ich mir extra aufbewahren. Hat das eine Auswirkung auf die Höhle auch? Ich glaube nämlich schon.
Ich habe da was gerade im Hinterkopf, dass ich das letztens gelesen habe. Ja, hier ist tatsächlich auch die Türe. Das zählt auch zur Route 116. Da ist es. Genau das hatte ich gerade im Kopf, weil die Route 116 ist ein bisschen umfangreicher. Die Terrorhöhle. Schutz wirklich mehr, ist mir egal. Mehr als Grodon gibt es eh nicht zu fangen. Muss kurz gucken, dass ich ihm nicht direkt in die Arme laufe, sondern vorher speichere. Da ist er. Gut. Na dann. Der Plan steht. Wichtig ist natürlich nicht klatschen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich Gewaltrum nicht einsetze. Gewaltrum wäre nämlich sehr effektiv, logischerweise. Wobei, vielleicht werde ich ihn einsetzen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass er weniger Faxen macht, als es Kyogre getan hat. Ich bin gespannt, Grodon. Also, komm her zu mir. Level 70 logischerweise wieder. Ja, also insgesamt wahrscheinlich, es werden 3 oder 4 Parts werden es noch werden nach dem hier. Einmal mit einem wirklich intensiven Kampf und halt die restlichen Legis, die es halt im Spiel so zu fangen gibt. So, Drachenklaue, Feuersturm, Aeroas. Drachenklaue und Feuersturm kann ich außen vor lassen. Aeroas ist auch nicht sehr effektiv. Aber zieht ganz gut ab. Der kann halt echt Feuersturm, okay. Also, ich bin froh, dass ich schon mal Ding nicht hatte. Gewaltro. Der wäre schon weg gewesen. Gut, es geht noch. Achso, stimmt, zu heil habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich hatte das komplett vergessen, ihn umzutauschen. Schon wieder. Gut, beim nächsten Mal ist er dann wieder im Team dabei. Stimmt, der hat ja Seegesang. Kann doch irgendwas anderes. Ja gut, okay, wahrscheinlich kann er Erdbeben als Boden-Pokémon. Wäre, glaube ich, einleuchtend. Und gleißendes Sonnenlicht ist übrigens... Ja stimmt, da könnte ich Feuersturm eigentlich einsetzen, auch selbst. Aber es ist nicht sehr effektiv, deswegen, ich glaube, das zieht weniger ab als Nairoas. So, und jetzt muss ich aufpassen, roter Bereich. Der kann Erholung auch? Oh nö. Okay, das ist natürlich jetzt wieder ein bisschen blöd. Jetzt ist gerade die Überlegung wert, wie viele AP hat Feuersturm? Hat das nur 5 eventuell? Was frage ich eigentlich? Ich kann es ja eh selbst nachchecken. Da ich ja selbst Feuersturm kann, ich probiere das jetzt einmal aus. Wie viel zieht Feuersturm ab? Oh oh. Okay. Doch mehr als erwartet. Er schläft tief und fest, das passt schon mal. Das Problem ist, ich kann ihn nicht paralysieren aufgrund des Bodentypens. Die Donnerwelle fällt leider weg. Ja, einmal Aeroas. Und er schläft noch immer. Passt, okay, das ist jetzt die einmalige Chance. Also wenn ich ihn jetzt gar nicht instant fange, das wäre auch zu lächerlich. Ich meine, ich habe gerade schon einmal mit einem Dingball gefangen. Mit einem, wer ist da? Mit einem Flottball. Das war bei Strahl der Diamant. Der muss eigentlich seine Ehre, dass ich ihn nicht fange, jetzt wieder herstellen. Ist auch gut so. Wäre auch zu cool, auf einmal fange ich ihn direkt wieder. Solarstrahl. Der kann Solarstrahl auch? Also mittlerweile bin ich echt überrascht. Okay, also wir können annehmen, dass er wahrscheinlich Erdbeben kann. Es hätte nicht einsetzt, weil Brutalander. Solarstrahl, Feuersturm. Ja. Das ist halt aber auch nicht alles zu überragen. Okay, das heißt, ich habe gar nicht allzu viele Versuche. Das war schon zweimal, das war gut. Ja, und dann kommt halt die Erholung noch. Ne, weil Solarstrahl hat 5 AP. Ne, 10 AP, sorry. Feuersturm hat 5. Erdbeben, wenn er es wirklich hat, sind auch nur 10. Das heißt, oh Gott. Also von den Attacken her ist das nicht nice. Das war schon bei Strahlende Demand zum Beispiel bei Rigirock so ein Problem. Oder was, Registeel? Irgendeiner von den 3 Golem-Pokémon hatte nämlich nur Attacken mit 5 AP. Und da hattest du halt nicht mal viel Zeit, um was auszurichten. Ne? Weil das große Problem war logischerweise... dass der nach 20 Runden halt spätestens Verzweifler eingesetzt hat, weil er keine AP mehr hatte.
tut weh, aber ist halt leider Fakt gewesen. Und ich hoffe mal, dass das Graudon jetzt nicht passieren wird. Das Mario sieht so lächerlich aus, gerade im Team. Eventuell werde ich das sogar oben in der Leiste ausblenden, ne? Weil es macht einfach keinen Sinn. Aber nee, ich werde es drin lassen, glaube ich. Einfach nur zum Triggern. Warum spielt er mit einem Mario? Warum? Gut, so dumm ist es eigentlich gar nicht. Weil rein angenommen, ich hätte hier jetzt auch Taucher gebraucht. Nee, angreifen will ich nicht. Dann ist er down. Wir sind gerade auf einer Super Run, bitte. Die Runden verfliegen, das passt. Er wird ja gleich wieder Erholung dort einsetzen irgendwann. Ja, so ist es. Meine Güte. Das gleißende Sonnenlicht kommt mir natürlich weiterhin zum Vorteil. Das ist das gleiche, was Kyogre hatte. Auch irgendwie so eine Fähigkeit. Dass halt dauerhaft Sonnentag herrscht. Und das müssen wir natürlich ausnutzen. Die größte Angst, die ich hätte, ist natürlich, wenn ein Volltreffer kommt. Das wird hoffentlich nicht passieren. So, einen Versuch haben wir gleich noch. Also irgendwann muss ich halt abschätzen können, wann ich den Timerball am besten einsetze. Denn der muss sitzen. Wenn der nicht sitzt, dann ist halt eine Frage der AP. Ich will trotzdem immer wissen, gibt es vielleicht ein Item, was Volltreffer verhindert? Das würde mich noch immer interessieren. Das wäre so nice. Das würde ich sofort haben. So. Hätte ich sonst irgendwas? Nee, hätte ich leider nicht. Ein Nestball bei schwachen Pokémon, lol. Wenn er da drin bleiben würde, dann würden wir einfach Groudon komplett dissen. Ah, ey, warum, wenn der schläft, will der auf einmal noch weniger drin bleiben, als wenn er wach ist. Feuersturm wieder. Ich glaube, das wird aber der letzte Feuersturm gewesen sein, den er hat. Ah, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, bitte. Dass ich ihn vielleicht paralysieren kann, aber nee. Ich meine, ich könnte zwar Voltenso reinschicken, aber das wäre, glaube ich, sehr kritisch. Die Taktik geht nie auf. Der kann... Okay, er kann... Okay. Das ist nice to know. Geofissur, Feuersturm, Solarstrahl und... Okay, er hat keine Bodenattacke. Also, keine wirkliche. Geofissur ist ja Instant Kill. Ich glaube, damit können wir arbeiten. Das nächste Mal, wenn Erholung einsetzt, werde ich ihn schwächen und dann gehe ich rüber auf Voltenso. Wobei, nee, es ist halt auch. Es bringt ja sowieso nichts, weil im Endeffekt, sobald er Erholung wieder einsetzt. Ja. Gleiches Problem wie davor. Das überschreibt sich ja. Das heißt, dann schläft er wieder und die Paralyse ist weg. Ei, 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 das ist alles nicht gut hier. Langsam aber sicher muss ich abwägen, das Ding einzusetzen. Es würde mich interessieren, ab wann ist denn eigentlich, gibt es so ein Maximum, was da erreicht werden kann? Also ab wann der Timerball wirklich am effektivsten ist und gar nicht mehr weiter ansteigen kann, die Wahrscheinlichkeit. 50 Runden, let's go. Nein. Nein! Nicht wirklich. Das tut schon wieder so weh, wenn ich das sehe. Jetzt waren wir so gut im Kampf. Dann haben wir da sowas raus. Es wäre auch zu schön gewesen. Wenn das noch weiter anhält. Aber ja, Brutalanda ist die eindeutig richtige Entscheidung für den Kampf. Da bleibe ich dabei. Dürre heißt die Fähigkeit. So, schauen wir mal, wie es bei Voll-KP abzieht. Wahrscheinlich eh gleich viel. Ja, so ist es. Er kommt gleich direkt mit Erholung. Gar kein Bock. Der ist aber gleich direkt mal raus. Mann, wie heißt denn die? Ja gut, die kann auch keiner leider lernen.
Gibt ja so eine eigene Attacke auch tatsächlich, die ja die AP vermindert. Das wäre bei Erholung gar nicht mal so schlecht, wenn wir die auf Null irgendwie runterbringen würden. Er schläft tief und fest. Ja, das bleibt bitte auch so. Das Problem ist, wir haben halt nie wirklich Attacken bekommen, also die halt unsere Statuseffekte natürlich steigert. Das ist klar, die gibt's immer. Aber irgendwie sowas wie, dass er einschläft, Hypnose oder sowas, glaube ich, habe ich gar nicht. Deswegen alles blöd hier gerade. Meine Hypnose trifft jetzt auch nicht garantiert, aber allein schon der Vorteil, dass er vielleicht, dass wir ihn dauerhaft zum Schlafen schicken werden, als. Komm bitte. Einmal. Na. Wäre auch zu schön gewesen. Er ist aufgewacht instant wieder. Und die nächste Erholung. Jetzt will er gar nicht mehr angreifen. Auf einmal sieht er gar keine Chance mehr, irgendwie zu gewinnen. Der will einfach nur mal pennen. Sag's doch gleich, ja, dann gehe ich wieder. Ist jetzt so lustig, ja. Der will einfach nur pennen hier und in Wirklichkeit muss er gegen mich kämpfen. Ja, ein Legesheim muss nicht einfach sein. Ist kein einfaches Leben, glaube ich. Laufend auf der Flucht sein. Ist eigentlich in einer gewissen Hinsicht so. Ich glaube, ich lasse ihn kurz mal im gelben Bereich. Ich probiere es so zweimal. Ja, und ich glaube, ich werde diesmal auch den Hyperball, den Timerball ein bisschen früher einsetzen. Macht mehr Sinn. Ich glaube tatsächlich, dass wir an der Stelle schon wirklich an einem guten Punkt waren, wo der Timerball auf alle Fälle funktioniert hätte. Er muss nicht funktionieren, aber je länger der Kampf dauert, umso wahrscheinlicher wird's. Nee, komm. Ich weiß, dass du es willst. Und, was macht er jetzt? Feuersturm, okay. Hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn er sich wieder schlafen legt. Ich meine, glücklicherweise hat er Feuersturm. Stell dir mal sich vor, er greift mit Hitzekolle an. Ja, da wäre dann gar keine Herausforderung mehr, weil da hat er einfach keine Angriffsstärke dann mehr. Nach einer Zeit. Geofissur. Er will mich komplett verarschen. Er sagt gar. Ach lol, stimmt, das ist ja von Typ Boden. Das heißt, das bringt nichts mal gegen mich. Also selbst wenn das treffen würde, hat es einfach keine Wirkung. Das kommt auch noch dazu. Das ist schon eine Attacke, die jeden One-Hitter, wenn sie mal treffen sollte, und dann geht's einfach nicht. Das fällt mir jetzt erst ein. Geofissur ist ja wirklich Typ Boden und deswegen funktioniert das ja gar nicht. Bleib da drin? Nein, verdammt fast! Also die Fähigkeit Dürre in Kombination mit Solarstahl finde ich auch geil. Das ist, das hätte ich gern. Also Dürre wäre eine Fähigkeit für Gewaltrum. Dann könnte ich den Sonntag verlernen. Wieder Geofissur. Ich glaube, der hat keine Antwort irgendwie auf meinen Brutalander. Ist auch klar, er hat zwei Attacken und beide sind nicht wirklich effektiv. Ah, okay, diesmal leider nicht. Hi, bei dem einen, ich hätte ihn fast gehabt, Leute. Ich hätte ihn fast gehabt. So, ich bin am Überlegen, wie viel Zeit geben wir uns, bis ich cutte? Weil mehr als ihn habe ich ja, wie gesagt, heute nicht vor. Sagen, ein bisschen Zeit lassen wir uns noch, bevor wir mit dem Timerball kommen. Ehrlich gesagt, ich traue mich ja nicht mal angreifen, gerade. Mit einem Aero-Ass. Auf einmal klatsche ich ihn wieder. Ich kenne ja mein Pech, was das angeht. Jetzt mittlerweile muss ich, glaube ich, angreifen. Gut, rechnerisch geht es sich aus, dass er einen Feuersturm noch übersteht.
An der Stelle 230 hat Brutalander mittlerweile. Also nicht mal, also ein Hypertrank könnte dann nicht mal mehr erreichen, dass er full live wird. Ja, ich würde sagen, wir machen es einmal, Aeros. Und dann einmal kurz einen Timer-Ball. Wenn der nicht klappt, dann müssen wir normal weitermachen. Ich befürchte, dass jetzt Erholung kommt. Ne, Geofissur. Okay, Leute. Dann betet jetzt bitte und hofft, dass der Timerball funktioniert. Scheiße. Okay, es muss mit Hyperbällen funktionieren. Boah, kannst du jetzt bitte Erholung einsetzen? Weil sonst ist mein Brutalander raus. Ja, alles scheiße hier gerade. Ich sollte mir das wirklich mal durchlesen, wie lange das dauert, bis der am effektivsten ist, der Timerball. Ja, und ich glaube, das war's für Brutalander. Ne, er hält sogar aus. Okay, unglaublich. Wenn ich halt nicht schon wüsste, dass er jetzt gleich mit Erholung kommt. Aber wir machen trotzdem mal den Bitch-Move, also let's go. Sorry, ich brauche Brutalander, weil... Ja, es war so klar. Es war so klar. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er jetzt nicht mit Erholung kommt. Der hat ja sowieso nicht mehr viele AP. Ach, Graudon, mach doch nicht so Faxen. Die ging daneben. Ups. Upsi-Daisy. Ja, ein schlafendes Pokémon kann man ja auch mal verfehlen, oder? Bewegt sich ja eh kaum. Dachte sich Brutalander kurz, er kommt jetzt mit irgendeiner Super Saiyajin-Technik. Dass das einfach ein Hologramm ist. Ihr wisst schon, Delegate und so. Wahrscheinlich dachte sich das Brutalander, genau. Ich meine, als Brutalander muss man ja Angst haben. Vor allem. Habe ich schon von so einem Raubis, von so einer kleinen Angst. So, letzter Hyperball und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es nicht klappt. Wäre zu schön gewesen, oder? Falls sich jetzt jemand fragen sollte, warum das ein Meisterball gerade war, den ich geworfen habe, den habe ich ja ursprünglich schon für Rayquaza eingesetzt. Ja, Graudon hat mich jetzt 40 Minuten lang beschäftigt und ich habe keinen Bock mehr. Ganz einfach. Und deswegen habe ich jetzt kurz mal einen Cheatcode aktiviert. Sorry Leute, aber der hat mich jetzt über eine halbe Stunde noch beschäftigt und das, ja, lasse ich mit mir nicht machen. Und vor allem, ich habe ihn, glaube ich, noch dreimal weitere Male gekillt. Also, ja. Manchmal wollen diese Legis einfach nicht. Und vor allem, ich habe eh Karma kassiert. Ich bin nämlich nach Meteoros City zurückgelaufen. Hab mir die Bälle geholt, die Meisterbälle. Ich habe ein paar mehr sogar noch mit. Und Fun Fact, auf einmal war die Dürre vorbei. Das heißt, ich musste jetzt nochmal zum Klimainstitut zurück. Und die Dürre neu aktivieren. Glücklicherweise war sie wieder auf Route 116. Aber ja, das allein das nervt schon wieder. Also sprich, die Höhle war kurz weg. leider Gottes. So, die ist jetzt auch wieder weg. Gut, Leute, dann sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat trotzdem unterhalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit den nächsten legendären Pokémon. Bis dahin, ciao, ciao.